So, weitergehoppelt. Wir müssen zum Spiel mit. Das ist ja nicht Spuren, hier sind wirklich nur Steine. Ich habe mittlerweile 27. Mal gucken, wie viele Steine ich mitnehmen kann. Und wofür. Oh. Hier sind zwei. Und hier sind zwei. Upgrade-Material. Upgrade-Material. Die haben beide Waschbärknochen gedroppt. Nice, 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 nice. Das, die Waschbärknochen sind richtig wichtig für. Ich weiß ja nicht, warum es explizit Waschbärknochen sein müssen. Oh, hier oben ist irgendwie. Ist irgendwie reich an Waschbären, habe ich das Gefühl. Da tut mir übrigens auch. Auch herzlich leid um die armen Waschbären. Nein, nicht abdriften. Aber ich brauche das Zeug halt, ne? Kann ja nichts machen sonst. Das, da müssen die armen Tierchen leider mal dran glauben. Oh, ich hab. Achso, ich kann. Ich kann 20 heilende Bären. Ein Kristall und eine Höhle. Also ich wollte eigentlich den Ursprung der Dornenrücken hinterher jagen, aber ich fürchte. Shiny Spinkly. Das findet man nicht allzu oft. Shiny Spinkly Sprinkly Spa. Oh, das Wasser sieht hier mit Paretisch aus, oder? Das blaue Leuchten ist nichts, das ist einfach nur irgendwie Zeug, ne? Gut, dann hier. Noch mehr Grünland. Geht's hier noch weiter? Oh ne. Oh, zwing dich durch die Lücke. Oh, das könnte jetzt hier richtig schief gehen, ne? wenig Sauerstoff? Ja, in der Tat, das sehe ich. Ja, dann werde ich wohl leider hier ertrinken, würde ich vermuten. Müssen wir nicht. Oh. Oh. Die Meldung, dass ich noch nicht über die nötige Ausrüstung verfüge, kam jetzt gerade ein bisschen spät, muss ich leider sagen. Ich werde ja wohl leider hier sterben. Ups. Wo lande ich denn jetzt? Beim letzten Safe-Game oder ist das... Ich bin noch nie gestorben in diesem Spiel. Oh ja, wir sind tatsächlich beim letzten Safe-Game. Oh, ist das bitter. Das heißt, ich muss diese dummen Waschbären nochmal jagen. Oh Mann. Ja nun. Ja, also ich... Also das, wir haben auch in den Trailern, haben wir doch alle gesehen, dass es so eine Tauchmaske gibt. Nun, ich nehme an, dass... von der hören wir noch mehr. So, nach vorne. Wieder, weil so viel haben wir jetzt ja nicht verpasst. Wir haben ja gerade eben das gespeichert, ne? Faserwurz. Na gut, also tauchen wir nicht. Also wir drehen nächstes Mal sofort um. Boah, jetzt ist die Frage, ob ich bei den Waschbären nochmal so viel Glück hatte wie gerade, dass ich nochmal drei Stück. Drei gute. Oh, was ist das? War das ein Eichhörnchen? Also man kann sie nicht scannen, also wahrscheinlich kann man sie deswegen nicht jagen. Naja, siehst du? Hier der erste Waschbär ist schon mal eine krasse Enttäuschung. Naja, das ist ein Wildschwein. Naja, siehst du? Das ist natürlich jetzt ehrlich, dass ich meine Gier jetzt hier so gestorben bin. Ne, warte mal, was ist denn das? Eine braune Ratte. Hier war das andere Vieh bestimmt auch eine Ratte. Was ist denn das? Ein Henner? Östliche Vögelflügel. Ah, okay, wird das. Also, da hilft auf jeden Fall, dass das Spiel an sich schummelt, ne? Weil du musst, glaube ich, nicht allzu genau zielen, um irgendwas hier einzusacken. Triffst halt immer. So, nächstes Mal beachten wir übrigens, dass ich den Hinweis lesen sollte, der steht mit, du kannst in diese Richtung, du kannst hier noch nicht weiter. Ja, hallo? Das, da sollte ich zuhören. Aber es ist eigentlich sehr fair, dass das, du kannst noch ziemlich lange schwimmen, wenn der Sauerstoff alle ist, ne? Also da war ja das, warte mal, der Stein ist weg. Warte mal, ich hatte gerade drei Waschbärhaut, ne? Oh, Spezialausrüstung, Rohstoffe. Das wäre ja dann ultra fair, wenn du...
Okay. Also, er resettet nicht, du behältst dein Loot, was du von davor hattest, weil, die Grünlandsdinger sind ja auch weg. Ja, okay. Das ist ja... Das ist denn ja mega fair. Das ist ja schon fast großzügig, muss ich sagen. Dass du dein gelootetes Zeug von vorher behältst, wenn du stirbst. Warum liegen denn hier tote Viecher rum? Bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Ja, das habe ich denn noch anderes vor. Begutachten? Wir sehen. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Schön, dass das vom Spiel getötete Viecher absolut keinen Loot bei haben. So, wir haben hier übrigens einen einfachen Pfad und ein Schwert. Das sieht doch hier sehr nach Aussichtspunkt aus, oder? So, heilende Bären, 56. Vitalitätsstängel. Da klingt auch schon wieder falsch. Was ist denn das hier oben? Achso, das ist die versunkene Höhle. Okay, eine Brutstätte. Die sind hier gar nicht rausgekommen, sondern die wurden hier gebaut, oder? Die Viecher. Danach sieht doch hier alles aus. Tote Maschinen. Und eine Falle. Sieht aus, als ob jemand diesen Pfad hier freihalten wollte. Ja. Die bringen echt nur Metallscheiben. Ich sollte echt aufhören, die Fallen zu entschärfen, einfach draufballern. Okay, hier oben ist noch ein Ding. Sehen wir da oben jemanden? Lokosha. Ich habe keine Ahnung, wer Lokosha ist. Wir rennen erstmal nach oben zum Dings hier, zum hinteren Bereich. Gucken uns einfach die Brutstätte an. Weil... Den haben wir ja zumindest... Das ist so eine Brutstätte dauert bestimmt länger, die zu machen. Und dann haben wir zumindest immer hinter uns den geschlossenen Dings, weil ich jetzt ein bisschen NPCs noch laber. Dann dauert das bestimmt 1000 Jahre. So. Obwohl Uwut damit was zu tun hat mit der Brutstätte? Ist ja noch so ein scheiß Grünkristall, von wegen, die Dinger sind selten. Noch ein toter Dornrücken. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Ja. Gewiss. Ich kann ihn nicht looten. Schwere Enttäuschung. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Ja. Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Ja, oder das ist eine Brutstätte und die Viecher sind da drin gebaut worden im Ding, ne? Gespaltener Fels. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Hier sind auf jeden Fall schon mal die guten alten Lebenspunktepilze. Weil natürlich die heilenden Bären nicht draußen wachsen können. Doppelt. Also die Osserrahmen, die leben hier aber auch reich, ne? Die Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Mit doppelten Schienen hier. Da gehe ich wohl nicht lang. Nicht? Achso, weil ich da nicht lang gehen möchte, weil es eingestürzt ist. Na gut, dann gehen wir da nicht lang. Oh, guck mal, hier sind so noch praktische Kletterpunkte. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Aber weiß das schon. Sie kamen also wirklich hier durch. Das ist ja ein Elend. Wir saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Dann machen wir das doch mal hier. Seine Pfeife. Haha! Oh. Ich hab gar keinen Buff-Food mehr, fällt mir gerade so auf. Aber hey, wir haben den teuren Dornrückensturm. Ich kriege also noch einen. Ich habe übrigens manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass mir meine... Wie, das tötet das Vieh einfach, wenn man beide abschießt? Das ist ja lustig. Meine Gier mir das Spiel hier schwerer macht, als es sein muss. Was darf ich da über ein Geld drauf gehen, wenn ich nur hier mitten im... Wenn ich jetzt schlecht treffe... Habe ich aber nicht. Wäre das Vieh nämlich tot.
Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Ja, gewiss doch, Aloy. Aber erstmal sollten wir uns hier auf jeden Fall nochmal die Schätze angucken. Das wäre ja ärgerlich, wenn das sich am Ende herausstellen würde, dass man von diesen komischen Stoßzähnen 2 braucht oder so insgesamt für alle Upgrades. Und dann war meine ganze Mühe, dass ich versuche, jeden Stoßzahn irgendwie zu kriegen, komplett umsonst. Was habe ich jetzt? 4 gelootet? Ne, ich habe nur 3 gekriegt. Ach. So, ein Elend aber auch. Ist denn noch einer? Also die kam mir auf jeden Fall massig raus. Aber ich habe relativ viel Medipix verbraucht. Ich hätte übrigens hier auch wieder richtig schön taktisch vorgehen können. Aber es hat irgendwie nicht passiert. Henna ist eine. Hier ist eine Unterart von Rabenvögel. Ach so. Komm ich da in die Mitte eigentlich hoch? Gibt's noch was? Ach so, ich habe ja keine Feuerfalle. Ach, keine Feuerfalle. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Habe ich irgendwas, was Feuerschaden macht? Nö. Das ist übrigens auch auffällig, ne, dass das Spiel am Anfang nichts gibt, was Feuerdamage macht. Sackgasse. Den Weg haben wohl auch Dornrücken eingerissen. Ja, da kann ich mich hier nicht abseilen. Klar kann ich mich abseilen lassen. Aber es... Oh, das nervt mich sowas von. Ich habe neuerdings so Penner, die im Haus... Was? Ja, ist nur der Penner. Ich habe so Penner, die im Hausflur wohnen. Steht extra schon dran, großes Ding von der Hausverwaltung, dass du da vorsichtig sein musst. Und dann klingeln die halt immer an allen Klingeln, um hier unten reinzukommen im Flur. Das Problem ist bloß, das funktioniert nicht. Du kommst nicht rein. Weil du kannst nur derjenige die Tür aufmachen, der... Genug Lohr, um Löcher in Berge zu sprengen. Und ja, auf toll. Einem der Fässer ist ein Zettel. Und das geht aber halt nur auf, du kannst nur derjenige kann die Tür öffnen, der als letztes angetütet wurde. Und wenn du halt überall gleichzeitig klingst, dann bist du das halt nicht. So, sag mir bitte erst, das sind Feuerfeile. Die Nachricht ist für Owend. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owend ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Wie jetzt? Das ist alles? Frachtbrief. Schriftrolle, eine mit Kohlenstoff befleckte Aufzeichnung grober Handschrift. Ausgeliefert. 24 Fässer Lohe, 4 Schaufeln, 9 Hämmer, ein kleines Fass Spuckfeuer. Vollständig ausgeliefert von Händler Ragurk, wie die per Spucke besiegelt. Es wird immer schwieriger, dein Zeug unbemerkt abzuliefern, Ulwind. Ich bin mit auf einer Kaya-Patrouille getroffen, habe eine Stunde mit einem Umweg zur nördlichen Mine verschwendet, um diese abzuschütteln. Javak mag ein Trottel sein, aber bis du die Unterschrift unter der Konzession hast, kann er in meinem Geschäft immer noch stilllegen. Wenn du weiterhin sinnlos mit der Mine herumspringen willst, gerne, aber mein Preis sind gerade gestiegen. Ragurk. Also muss ich jetzt warten, bis ich Feuer... Wissen, hast du am Anfang auch keine Feuerpfeile, ne? Weil du könntest hier nämlich voll viel Zeug in die Luft springen, wahrscheinlich um andere Wege aufzumachen. Aber du kannst halt nicht. Weil du halt am Anfang keine Feuerpfeile... Vor allem, das ist halt auch so dumm. Im ersten Teil waren die Feuerpfeile so ziemlich das Erste, was Aloy gelernt hat. Als ob die das jetzt verlernt hat, wenn man Feuerpfeile baut. Weil hier sind auch so viele Dinge, die du in die Luft jagen könntest. Owend hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Ja, wahrscheinlich, weil hier unten eine Brutstätte ist, an die wir bis jetzt leider nicht rankommen, weil wir keine Feuerpfeile haben. Wie dumm ist das denn? Fast ein bisschen deprimiert, ne? Dass uns die Feuerpfeile fehlen für dieses ganze Ding hier. So, ich bin jetzt übrigens gerade versucht, echt so ein Schnellreisepaket zu... Obwohl, ich gehe mal zumindest bis vorne zur Tür hin. Wir wollten noch so noch mit Batascha Dingsbums reden. Die vorne steht. Ja, aber reicht das, um Olle Ulwund abzusetzen? Ich meine, wir haben zwar schon irgendwie Beweise. Oh. Alter, ernsthaft? Wir haben zwar irgendwie Beweise für seine Machenschaften... Aber irgendwie, dass diese direkte Kausalkette, Dornrücken und Mine, ist hier irgendwo ein Feuer, ne? Ist jetzt irgendwie doch eher schwierig nachzuweisen, oder? Ich meine, es ist schön, dass wir das jetzt wissen. Aber können wir das wirklich beweisen? Eher nicht. Also klar, wir haben jetzt irgendwie so Indizien, aber das ist halt... Vor allem, was sowieso nicht zählt, das, was bekannt ist, sondern nur das, was... Was die Leute glauben wollen, ne? Das ist ja nicht so, dass das hier eine komplett faktenbasierte Gesellschaft ist. Sondern eher, wenn die lauteste Stimme hat. Und so wie sie das anhört, überzeugt Olle Ulwund ja auch seine Leute. Da ist ja schon wieder diese Falle da. Das
Kiste aus. Sieht sich aber Explosionsfallen. Kann ich die nicht auslösen mit einem normalen Pfeil? Aber es sind auch nur irgendwie so Elektrofallen, die ich auslösen. Na doch, warte mal. Ich hab doch Sprengfallen. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal runterzugehen. Aber an sich müsste ich doch eigentlich zusammen mit der Sprengfalle, müsste ich da doch runtergehen können, oder? Grüße von Goku. Grüße zurück an den guten Goku. Ich hoffe, es ist ihm gut ergangen. Werden unsere Gebete erhört werden. Oh, wer sind die denn? Die sehen aber nicht aus wie Osora. Wachsam. Lokasha. Unser Weg wird sich zeigen. Wir müssen nur warten und glauben. Wer sind die denn? Bitte, lass uns in Ruhe. Wir haben nichts für dich. Sie haben... Was? Aber die haben hier voll die coole Bude. Wie, die haben nichts für mich. Gibt's nicht mal einen Schnellreisepunkt? Warte mal, aber da oben ist ein scheiß Turm. Aber wenn die Mixer mich vorbeilassen würden, gibt's hier oben ein Lagerfeuer und so einen dummen Turm, an den ich ran möchte für so eine Linse. Na gut, Schnellreisepark. Wie setzt sich das Ding ein? Jupp. So, zurück nach Dingsterbums. Ich habe nämlich keinen Bock zu laufen. Yes. Muss man eigentlich mal gucken, wie ich die herstellen kann. Zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Ja, was? Zu überreden, zu pfeifen? Also das ja, genau. Das ist, ja, okay. So, kann ich das eigentlich herstellen? Okay, ich kann die tatsächlich herstellen, die Dinger. Die sind gar nicht so... Das sind gleich immer zwei. Ich kann 50 Schnellreisepakete herstellen. Ich dachte, sie sind relativ teuer, weil es über der Effekt total mächtig ist. Im Hintergrund hören sie übrigens einen murmelnden Eisbär. Gerade aus dem Winterschlaf erwacht. Obwohl erwacht wäre zu viel. Eisbären und Winterschlaf. Was? Eisbären sind sehr bekannt für ihren Winter. Ja, Eisbären machen. Genau, Eisbären schlafen immer, wenn es kalt ist. So, hier, grüß dich, Olle Jabbert. Oh, verpasst. Gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Olli, aber das ist ein richtiger Lappen. Okay, ich muss gehen. Natürlich. Das und jetzt? Sprich mit Ulfund? Ach so. Okay. Herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Oh ja. Ah ja. Okay, gut. Gut, dann kann ich jetzt noch mit Ulfund reden, oder? Das sind beide Quests, kumulieren jetzt bei. Okay, die gerade nicht. Das ist ja. Das ist mal ein cooles Feature. Quest pausiert. Also wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass am Ende irgendwas unten ist, aber. Aber es sagt mir auch, dass ich mich da unten nicht reinsprengen kann, oder? Dass die ganze Lose jetzt, wenn ich sie kaputt machen könnte, dass nichts weiterkommen würde. Das ist eigentlich ja schade. Weil vor allen Dingen das Symbol, aber das ist tatsächlich ein Minensymbol und kein Brutstättensymbol. Ich glaube, das Brutstättensymbol ist ja auch so ein bisschen schärfer. Ist ja so ein stilisiertes Dingsterbumster. So, warte mal hier. Ulwund, grüß dich. Du bist zurück? Das ist ja großartig. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als zwei Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du. Was? Die Pfeife soll ertönen. Captain Kratz ist wieder im Geschäft. Großartig. Toll. Yay. Und Alvin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Ja. Das
Das ist schon besser. Ja. Yeah. Aha. Ja. Ja. Yeah. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja. Das muss ich wohl. Ah. Händler sind verfügbar. Du kannst neue Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe aufführen. Händler benötigt Objekte verkaufen. Objekte, in denen zu verkaufen, Werkgegenstände, Kategorie, kannst du immer gut verkaufen. Es gibt verschiedene Arten von Händlern. Bab, 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 jede Menge Zeug. Okay, gut. Wir müssen eine Rüstung erwerben. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wadis nach Fahrlicht schicke. So, ich kann auf jeden Fall in der Werkbank Dinge bauen. So, jetzt ist jetzt... Okay, besoffen sind die ganzen Leute hier immer noch. Also irgendjemand muss doch hier eigentlich gearbeitet haben an der Brauerei und so, oder? Sonst. Na gut, sprich mit Wadis. Das machen wir auf keinen Fall. Jetzt erstmal Händler. Moin. So, was gibt's denn hier Schönes? Osram mit Deckerin oder Nora Jägerin? Ist die Rüstung... Fertigkeiten stellt Schlagheilung unauffällig. Ach so, das overlevelt die Fähigkeiten quasi. Ach so, deswegen steht an den Dingern noch was dran. Warte mal, aber verkaufen kann ich doch erstmal Rohstoffe zu verkaufendes Zeug. Muss ich die jetzt alle einzeln verkaufen? Gibt es hier keine Taste mit, dass ich die zu verkaufenden Gegenstände einfach in Masse einfach weghauen kann? Das ist jetzt richtig anstrengend. Ah, guck mal, die komischen Hörner. Sind 70 das Stück wert. Das ist voll gut. So, warte mal, diese scheiß Dinger kosten beide absolut nichts. Also relativ zu meinem Geld. Ich glaube, ich kaufe einfach beide. Und dann ist gut. Und dann gucken wir mal später, was wir davon brauchen, ne? Das sollte dir guten Schutz bieten. Ja, ja, bestimmt. So, moin, was hast du noch? Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Ah ja. Ach, guck mal hier. Kriegerbogen, Feuer... Wie, jetzt die ganzen Bögen haben jetzt alle nochmal Einzelfähigkeiten? Und das ist ja jetzt enttäuschend. Oh, warte mal. So, Schnellreisepaket, die könnte ich auch kaufen. Ich kann so ein bisschen... Also, aber das stand doch extra dran, dass man die verkaufen kann. So, warte mal hier. Und dieser Mittelstreckenbogen ist eine Spezialität der Außerrahmenfeuer, präzise Feuerlagen, die Gegner... Oh, das finde ich jetzt ziemlich dumm, dass du die ganzen Bögen jetzt einzeln hast, ne? Der Kriegerbogen kann was machen? Der schießt normal. Gewöhnlich von Kajametal ist dieser Schnellfeuer am besten für Angriff kurzer Zeit. Okay, werden wir nie benutzen. So, der kann Feuer und Säure abfeuern. Also musst du jetzt hier kombinieren, oder was? Oh. Gut. Komm gerne wieder. Ja, ja, bestimmt. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Wie, was er kann ich noch? Schafe zum Bogen sind mächtige, äußerst präzise Fernkampfwaffen. Sind beim Abfeuern aus dem Bogen heraus weniger präzise, könnte ich beim Gleiten verwendet werden. Nicht vergessen, Feuerelementarfeuer im Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Yes. Achso, Feuerelementarfeuer im gleichen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen rumrüsten hier. Weil wir haben jetzt, glaube ich, mehr Waffen als Gegenstände. Warte mal, haben wir jetzt den Scharfwitzbogen? Der hat eine Spule. Platz gesperrt. Warum? Ach so, weil ich den Bogen erst upgraden muss. Okay, das ist der Jägerbogen, den ich jetzt habe. Der kann normal und Dings. Genau, warte mal. Okay, wie? Das Ding kann ich ausrüsten. Das kommt dahin, das Ding. Ja, oder Abding? Ja, oder? Ich möchte den schon gerne ausrüsten. Okay, das ist der Standardbogen und... So, und dann kümmern wir uns diese dumme... Die Sprengsteuer kommt nach unten. So gut, den Speer können wir nicht ablegen. So, Judy. Jetzt können wir zur... Eine Munition, die wir vorstellen, ist jetzt in der Inventar. Scanne Gegner bei den Fokus und herausfinden, wer brandanfällig ist. Bla, 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 bla. Okay, jetzt haben wir jede Menge Bestellungen. Das ist ja klasse. So, jetzt können wir erstmal Outfit-Upgrades. Wir können... Verbessert Widerstände. Meine Rüstung ist bereits auf Platz 3, ne? So, erstmal Beutel abwärts. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir können anscheinend unseren Bogen größer bauen. Den Rest nicht. Geierfedern, Fuchshaut, Fuchsknochen, Nabelschwein, Krötenhexer. Eichhörnchen. Es gibt auch Eichhörnchen übrigens. Und Heer-Gabelbeine. Gut. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken in Sachen Rüstung. An sich gefällt mir, von der reinen Optik gefällt mir das Nora-gesalbte Outfit am besten, weil es halt einfach die Schildweberin-Rüstung aus dem Vorgänger ist. Gewebe bearbeiten? Achso, das kann ich dingsen. So, warte mal. Das Ding, Konzentrationsregeneration, wirksame Medizin.
Osram sieht irgendwie ganz cool aus, aber ist halt irgendwie kritischer Schlag ein Wuchtangriff. Ja. Schöner Schlag Heilung. Nee, das ist die Nora-gesalbte Rüstung ist schon irgendwie das Beste für den Moment. Okay, dann machen wir auf jeden Fall. Da habe ich die anderen beiden Rüstungen gerade völlig umsonst gekauft. Gut, dann können wir das Ding jetzt hier... Ach, guck mal, davon brauche ich zwei Reißhorn-Dinger. Eins plus Konzentration. Gut. Waffen-Upgrades. Mein Kopfschmuck macht übrigens gar nichts, so wie es aussieht, ne? So, den Jägerbogen, den kann ich nicht upgraden. Ne, den Jägerbogen kann ich nicht upgraden, weil er schon maximal abgewählt ist, du Nase. So, hier. Geflochtener Draht. Level 1 ist billig. Waffenstelle verbessert. Gräberzirkulatoren ist auch überhaupt kein Problem. Gräberklanghülse. Okay, das ist jetzt auch irgendwie das ziemlich billig. Obwohl, ich habe nicht gar nicht so viel geflochtene Grab. Also, so Waffen zu upgraden, die ich noch gar nicht eingesetzt habe, ist natürlich... Also zumindest das erste Level upgraden ist... Was brauche ich denn jetzt? Stürmerzirkulatoren. Lol. Für das dritte Upgrade habe ich alles. Nur das Zwischenupgrade kann ich nicht. Ach toll. So, was ist das hier noch? Frostsprengschleuder. Ich finde es nicht gut, dass die Dornrückenzirkulatoren. Aber ich habe auch nicht so viele von. Dornrückenstoßzahn. Ja, da habe ich welche von. Also siehst du, hat sich gelohnt, die legendären Dinger. Okay, man braucht übrigens doch mehr als einen. Yeah, ich habe drei Waffen verbessert. Cool. Hast du Outfit-Upgrades? Ne, müssen wir nicht machen. So, dann können wir jetzt... Können wir irgendwas an den Wirbel hier verbessern. Wir können drauflegen. Erhöht den Verteidigung gegen Feuerschaden... Nee, gegen Schaden von Fernkampfangriffen. Erhöht deine Verteidigung gegen Löschwasser... Was ist denn Löschwasser? Und erhöht deine Verteidigung gegen Schaden von Nahkampfangriffen. 4%. Ja, von dann nehmen wir hier 4% Nahkampfangriff. Das ist zwar irgendwie verschwinden die Ringe, aber... Besser als nichts, sag ich mal, wa? So, Scharfwurzbogen. Was können wir hier noch machen? Erhöht den Stoßschaden. Nehmen wir an, Stoßschaden ist das ganz normale Pfeile schießen Dings. So, der Jägerbogen hat bereits 6% Stoßschaden. Okay, also das die aktuellen Spulen, die ich drin habe, sind alle genau gleich affig. Den Speer können wir nicht verbessern. Stiller Schaden schon mal 25. Okay, gut. Dann muss ich jetzt mal gucken. Ich habe doch hier... Genau, das ist Stufe 3. Dann habe ich 200% Outfit-Dings, weil die Outfit-Verstärkung macht 2 Level oben drauf. Und dann könnte ich noch ein Gewebe packen, was auch noch ein Level drauf packt. Okay, jetzt ich verstehe das Level-System jetzt. Das da unten ist quasi nur die Legende. Das sagt nicht, dass das kann, sondern was ich davon habe. Weil das Nora-Dingsbums macht halt das da, Konzentrationserhöhung. Wahrscheinlich für den Anfang total nützlich, weil du dadurch dann halt... Genau, das dadurch steigern kannst. Biografien, oh komm, wir haben noch Erend, den können wir auch nochmal kurz davor lesen. Erend ist ein mutiger und geschickter Kämpfer und gehört zum erfinderischen und bierliebenden Stamm der Osram. Zusammen mit seiner Schwester Ersa spielt er eine entscheidende Rolle bei der Amtsenthebung des verrückten Sonnenkönigs des Kasa-Stamms und beendet eine Serie brutaler Übergriffe und Menschenopfer, die als die roten Raubzüge bekannt sind. Als Mitglied der persönlichen Garde der neuen und gütigen Sonnenkönigs nahm Erend Aloys Hilfe in Anspruch, um den Osram-Terroristen derweil wegen des Mordes an seiner geliebten Schwester zur Rechenschaft zu ziehen. Im Zuge dessen vereitelte sie damals Plan Meridian, die Kaya-Hauptstadt die Luft zu jagen. Später revanchierte sich Erend, indem er in der Schlacht der Flammen Aloys Seite gegen Hades kämpfte. Erends Dankbarkeit gegenüber Aloy hat sich zu einer tieferen Freundschaft entwickelt, gepaart mit einer persönlichen Schuld, die nie wirklich beglichen werden kann. Geht, glaube ich, um die Schwester, wenn ich mich recht entsinne, weil die ist dabei irgendwie gestorben. Dagegen können wir ausführen, dass jedes Aufsichtsform in einem Gewinnausschuss, dass die Abgas freigeschalten werden kann. Okay. Oh, guck mal, die haben natürlich als Vorschaubild auch genau das eine Bauch freigenommen, wahrscheinlich wieder. Das ist wahrscheinlich wieder die Kader Sonnenrüstung oder so. Judy, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es da weitergeht.